Hallo, herzlich willkommen zu Part 4 der Basic-Serie, beziehungsweise der Wie baut man eine CPU-Serie. Starten wir wie immer mit den Kommentaren. Und zwar, Zitat aus dem Video, aber ihr seht mich ja gar nicht. Zitat Ende, willst du das vielleicht mal ändern? Planst du das vielleicht mal irgendwann zu ändern? Puh, keine Ahnung. Also, ich hatte es irgendwie nicht vor, ich habe bis jetzt noch keinen Anlass dafür gehabt, aber ja. Also es ist nichts geplant, sage ich mal so, um die Frage zu beantworten. Super Video, kleiner Tipp, wenn du nicht ins Mikro atmest, verbessert das die Geräuschkulisse für die Zuschauer um einiges. Aber trotzdem super Video, weiter so, danke. Erstmal darauf. Ich bemühe mich nicht ins Mikro zu blasen, also ich wüsste nicht, was da los ist. Es kann sein, dass ich ein bisschen zu nah am Mikro dran sitze, weil ich habe da so ein kleines Teil. Mein Mikro steckt immer in der Wasserflasche und ich sitze davor. Voll das Equipment hier. Aber sonst, also ich bemühe mich drum, aber ich muss halt auch irgendwie Luft holen. Sonst wird das Video relativ kurz. Und was hast du für ein Mikro? Ich habe so ein Zahlmann-Mikro als Clip. Ohne jetzt großartig Werbung zu machen. So ein kleines Teil, das kann man ans Kabel von den Headphones zum Beispiel dran machen. Wieder mal interessantes Video, auch wenn ich das schon kenne. Freue mich auf die nächste Folge. Danke soweit. Mal eine Frage. Kann man ohne übertriebenen Aufwand eine Gleitkommazahl, also FPU? FPU ist Floating Point Unit, also das passt nicht ganz zusammen, aber ich weiß, was du meinst. Oder wenigstens eine Festkommazahl darstellen und damit rechnen. Ja, Video in der Beschreibung. Ist von mir also keine Fremdwerbung. Und ich freue mich schon auf Part 4. Ich bin froh, dass du wieder eingeschaltet hast, lieber Lukas0120. Denn bei Part 4 sind wir angelangt und da geht's jetzt auch los. Jopp, los geht's mit Part 4. Und zwar, heute geht's um Arithmetik. Und zwar um die einfachste Form sozusagen der Arithmetik. Und das wäre bei uns jetzt addieren. Und dazu werden wir am Ende, fast am Ende, werden wir mit so einem Teil dastehen. Wir werden am Ende noch ein bisschen was anderes machen, aber wir werden mit diesem tollen Teil hier dastehen. Aber, um dahin zu kommen, also was das Teil kann und wie wir dahin kommen, das werden wir jetzt erstmal langsam angehen. Deswegen ziehe ich es einfach mal weg. Und zwar wollen wir zwei Zahlen miteinander addieren. So fangen wir jetzt mal an. Und ihr erinnert euch hoffentlich noch an die letzte Folge, wo immer der obere der linke war und der untere der rechte. Wir haben also quasi dieses, nehmen wir jetzt mal 4-Bit, dieses 4-Bit-Zahlenfeld oben. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 und links ist immer, oben ist immer links und unten ist immer der von der rechten Tafel. Also für die, die neu einschalten, einschalten. Oha. Wir haben quasi zwei binäre Zahlen und die linke Tafel hier wird immer von den oberen wiedergespiegelt und die rechte wird immer von den unteren da gespiegelt. Das wäre beim nächsten Mal dann L2, R2, L4, R4 und so weiter. Und die einfachste Form vom Addieren, also 0 plus 0 ist 0, 0 plus 1 ist 1, 1 plus 0 ist 1 und 1 plus 1 ist 2. Die können wir mit zwei einfachen Gattern bauen. Und wenn ihr jetzt wirklich fit seid, dann könnt ihr es auch euch denken, weil das sind eigentlich zwei ziemlich simple Gatter. Und zwar können wir zum Beispiel einfach mal dafür sorgen, dass 0 und 0, 0 ist und 1 plus 0 1 und 0 plus 1 auch 1. Aber 1 plus 1 soll nicht an dem 1 sein, soll 2 sein. Deswegen, das XOR-Gate zum Beispiel, das kann das ziemlich gut, zumindest unsere erste Bedingung. Jetzt denken wir uns einfach, 0 und 0 ist hier hinten an der Ausgangslinie 0. 1 und 0 ist 1, 0 und 1 ist 1, aber jetzt 1 und 1 ist 2. Vielleicht ahnt ihr schon, wir brauchen jetzt mehrere Ausgänge. Und wann soll das bitte hier angehen? Ist jetzt die Frage, wann soll hier eine 2 rauskommen statt eine 1? Das geht ganz einfach mit einem Und-Gate, mit einem AND-Gatter. Wenn beide an sind, gibt es AND-Gatter quasi aus. Zack. Und da haben wir es. Und
schon können wir 1 und 1 zusammenrechnen. Also, ihr könnt es nochmal durchgehen, bauen, selbst durchgehen. Es sind jetzt zwei einfache Gatter. Die solltet ihr eigentlich verstanden haben, wenn ihr so weit gekommen seid. Ihr müsst die Videos auch nicht durch, in Anführungszeichen, rushen. Ihr könnt die ganz einfach eins nach dem anderen schauen oder wie viel Pause ihr auch immer braucht. Die Videos werde ich nicht runternehmen oder so. Also, 0 und 0 ist gar nichts von beiden. 0. 1 und 0 ist 1. 0 und 1 ist 1. Und 1 und 1 ist nicht 1, sondern 2. Das Problem ist, diese 2 hier, die mögen wir nicht unbedingt, weil wir jetzt damit nichts mehr weitermachen können. Wenn wir jetzt zum Beispiel die Zahl 3 verrechnen wollten, also 3 plus 1, links 3, quasi so. Es wären jetzt die nächsten beiden, das wären L2 und R2. Wie kriegen wir dann diese 3 und plus 1 denn? Wie kriegen wir die denn hier rein? Und die Antwort ist gar nicht. Wir kriegen die da gar nicht rein. Wir müssen das ein kleines bisschen umbauen. Und zwar, das, was wir hier gebaut haben, nennt sich Halbaddierer. Und zwar, weil er wirklich nur zur Hälfte quasi addiert. Weil er nur seinen Bit quasi ausgeben kann und mit der 2 können wir nichts anfangen. Der kann wirklich. Er kann 1 plus 1 rechnen, aber. Ne, er kann nicht 1 plus 1 rechnen. Er stockt eben, wenn die Dimension über den Bit rausgeht, den er darstellt. Und zwar, dieser Halbaddierer gehört zu den Bits 1. Der gehört zu L1 und R1. Der hier spiegelt den Wert 1 wieder. Die 2 kann er am Ausgang gar nicht wiedergeben. Die 2 soll am Ausgang vom zweiten, in Anführungszeichen, Halbaddierer ausgegeben werden. Also die 2 soll nicht zu dem gehören, sondern die 2 soll irgendwie zum nächsten Addierer kommen, da mit einfließen. Und der soll merken, wenn der erste diese 2 ausgibt, diese 2 quasi aus sich rausträgt, zum nächsten reinbringt, dann müssen wir die mit einberechnen bei unserem Ergebnis und müssen dementsprechend unser Ergebnis anpassen. Und das ist jetzt ein bisschen schwierig von selbst drauf zu kommen. Aber wir müssen quasi, ich habe es gerade schon mit tragen gesagt und rausbringen, und das nennt man einfach Englisch Carry In und Carry Out. Diese 2, die hier rauskommt, ist einfach unser Carry Out. Wir müssen jetzt noch ein bisschen was umbauen. Und zwar könnte das jetzt genauso gut der Addierer von den links 2 und rechts 2 sein. Dann hätten wir trotzdem keine Ahnung, was jetzt im ersten passiert, wenn der irgendwas macht. Also angenommen, das ist hier ist der Carry Out. Das hier ist der Carry Out des ersten. Dann können wir den überhaupt nicht verarbeiten. Und den müssen wir jetzt eben einbinden. Und zwar kommt einfach am Ende von dem normalen Ausgang noch ein X, oder? Ich habe es da unten so gemacht, machen wir es auch mal so. Ein X oder Gatter hin. Wieder entweder oder. Ups. Und wieder ein. Ups. Und Gate. So. Okay, das geht in LogiSim nicht. Ging jetzt zum Beispiel in Minecraft, dass ihr die Leitungen einfach zusammenführen könntet. So. Jetzt hat. Was wir jetzt hingebaut haben, ist eigentlich nur, wenn der, sagen wir mal, der erste gibt überhaupt nichts aus, ne, dann hat das überhaupt keinen Einfluss auf unsere Schaltung, weil das XOR-Gatter wird nicht beeinflusst sein von irgendwas, weil der hier sowieso auf 0 ist. Das und Gatter kann auch egal sein, weil hier unten noch ein Oder-Gatter ist, also sind diese beiden Ausgänge hier quasi gleichwertig. Das kann uns also alles egal sein. Lustig wird es halt nur, wenn der vorherige Addierer, das wäre jetzt ein Volladdierer übrigens, wenn der eben auch was meldet quasi. Wenn er 1 plus 1 hat und der erste quasi zum zweiten das Signal hier schickt, das wäre dann quasi die Leitung hier runter in den nächsten rein, das machen wir gleich, dass das plötzlich an ist. Weil dann passiert nämlich das Interessante, dass die ganzen Zahlen,
Die ganzen Bits, die wir haben, sinnvoll verrechnet werden. Also, nehmen wir mal an, der erste gibt eins aus. Ja, der erste gibt einen aus, ja, ist klar. So, der erste steht nämlich für 1 und der zweite für 2. Wenn 1 plus 1 kommt und quasi der erste Carry Out gibt, dann ist der Carry In des zweiten, also wenn der erste Carry Out gibt, ist der Carry In des zweiten an. Das ist quasi dieselbe Leitung. Dann gibt der hier eine 2 aus. Und dieser ganze Volladdierer, der steht ja für die 2. Die Leitung am Ende ist ja der Bit 2 quasi, der weiterverrechnet wird. Also wäre das Ergebnis am End, bei den ganzen Endleitungen, beim Endbus quasi, also eine Ansammlung an Leitungen hier, nennt man Bus, dann wäre der quasi an. Und das zeige ich jetzt einfach mal. Alles, was ihr machen müsst, ist quasi diese Pins hier entfernen und dann lässt sich das super stacken. Kleiner Logisim-Trick. Die Leitung hier wäre jetzt blau und so könntet ihr den nicht einfach kopieren und einfügen, weil hier einfach immer etwas blau wäre. Es gibt bei Wiring einen Pull-Widerstand, da könnt ihr Pull-Richtung 0 angeben und den an die Leitung anfügen. Das heißt, wenn da irgendwas sein soll, was nicht ist, zum Beispiel eine blaue Leitung, dann wird er durch diesen Widerstand hier immer auf 0 gezogen. Also ist einfach nur, um diese blauen, störenden Leitungen zu vermeiden. Der hat aber keinen Einfluss auf das, was wir jetzt machen. Also kopieren wir das einfach, fügen das ein. Zum Verständnis werde ich das einfach mal oben drüber einfügen, weil wir gerade hier unten von der 2 gesprochen haben. So, hier oben quasi L1 und hier R1. Und wenn wir jetzt eben 1 plus 1 verrechnen, ups, wir sollten noch die Ergebnisse da hinschreiben. So, wenn wir jetzt quasi 1 und 1 rechnen, gibt der erste ein Carry Out, gibt auf seinem Ergebnis, das Ergebnis ist eigentlich nur dieses XOR-Gate, das ist eigentlich unser Ergebnis von dem ganzen Addierer-Block. Gibt quasi das nichts aus, weil die Bedingung sowieso nicht erfüllt ist und hier sowieso nichts reinkommt. Carry out und weil hier unten nichts mehr von den Ergebnissen quasi reinkommt, wird eben diese XOR-Bedingung erfüllt. Der zweite bleibt aus, der erste ist an, es gibt eine 1 aus. Und wie wir sehen, ist dann 1 und 1, 2. Und damit habt ihr quasi die Grundlage für das Addieren gelegt. Damit könnt ihr jetzt eigentlich unendlich große Zahlen verrechnen. Ganze Zahlen. Ja, Festkommazahlen auch, aber darum geht es nicht. Wenn wir jetzt zum Beispiel hier oben unsere 2 4-Bit-Eingänge benutzen wollen, dann haben wir auf jeder Seite 4-Bit. Das heißt, wir müssen diesen ganzen Pack einfach nochmal kopieren und einfügen. Und wieder unten dran hängen. So, jetzt müssen wir nur noch schnell, damit keine Verwirrung entsteht, die ganzen Beschriftungen ändern. Und fertig ist unser 4-Bit-Addierer. Und wegen unserer Copy- und Paste-fähigen Bauart ist der auch stackbar, sag ich mal. Und jetzt können wir beliebige Zahlen in einem eingeschränkten Bereich natürlich, eingeschränkten Darstellungsbereich miteinander verrechnen. Zum Beispiel 9 und 3. Also links 1, links 8, rechts 1 und 2. Ups, 2. So. Und wie wir sehen, ist 9 und 3 angeblich, laut unserem kleinen Rechner, 12. Und es stimmt natürlich. Also haben wir schon mal nichts Schlechtes gebaut. Und jetzt könnten wir das quasi mal durchgehen. Beim ersten kommt 1 und 1 rein. Das ist natürlich nicht gut, um diese XOR-Bedingung zu erfüllen, weswegen wir die schon mal vergessen können. Also Carry Out zum zweiten Volladdierer. Hier kommt eine 1 rein, das heißt, also hier kommt rechts eine 1 rein, das heißt, die erste XOR-Bedingung ist erfüllt, die erste und nicht. Dafür ist aber die zweite XOR-Bedingung wegen dem Carry-Out hier vom ersten nicht erfüllt, die End-Bedingung aber schon, heißt wieder Carry-Out. Bis jetzt immer noch kein Ergebnis bei beiden. Hier kommt nichts rein,
aus, weder links noch rechts. Das heißt, das XOR hier gibt 0 aus, das AND hier gibt 0 aus, aber wir haben ein Carry-Out vom vorherigen, vom zweiten quasi. Und da hier wieder nichts rauskommt, ist die AND-Bedingung nicht erfüllt, aber die XOR-Bedingung, das heißt, wir haben hier unseren ersten Ausgabe, die 4. Und weiter unten kommt noch die 8 rein. Die UND-Bedingung für den Carry-Out wird nicht erfüllt. Die XOR-Bedingung hier geht aber klar. Die UND-Bedingung wird wieder nicht erfüllt, weil wir keinen Carry-Out davor hatten. Also gibt es die 8 aus 9 plus 3 ist 12. Soweit, so gut. Jetzt werde ich das Ganze nochmal schön beschriften, glaube ich mal. Carry out. Das heißt, wenn ihr es auf Pause macht, könnt ihr das schön nachlesen. Und merke gut, quasi, der Carry-In des jetzigen Volladdierers, also dieses Blocks, ist dieselbe Leitung wie der Carry-Out. Ich soll es hier zeigen. Der Carry-In von dem Addierer, das ist ja quasi diese Leitung hier, ist dasselbe wie der Carry-Out des vorherigen. Der Pull-Widerstand hier hat nichts zu sagen, der macht nur bei Nichtverbinden einer Leitung, zieht er den auf 0, damit es keine blaue Leitung gibt und keinen Fehler. Wird in größeren Projekten, die ihr später mal vielleicht machen werdet, noch ganz nützlich. Das sind eigentlich alle Fachbegriffe, die ihr wissen müsst. Abgesehen davon müsst ihr euch diese nur noch als Blöcke vorstellen und dass jeder Block sein Ergebnis repräsentiert. Der erste Block repräsentiert die Zahl 2, der zweite die 2, der dritte die 4, der vierte die 8, geht im Binärschritt weiter, in der Binärzählweise weiter. Am Anfang ist es vielleicht recht nützlich, wenn ihr den Carry-Out des letzten einfach mit einer Lampe verbindet. Der Carry-Out des letzten Addierers mit einer Lampe verbindet, dann könnt ihr eigentlich auch Zahlen darstellen, die über euren Zahlenrand, über euer Limit von 15 in dem Fall hinausragen, indem ihr den einfach als den nächst höheren wertet, dass der jetzt quasi nicht 8, sondern 16 wäre. Also wäre quasi 8 und 8, 16 und 12 und 12 wäre 24, weil 16 plus 18, 24. Links 4, links 8 sind 12, rechts 4, rechts 18 auch 12 sind 24. Könnt ihr so benutzen, ist euch überlassen. Später wird der quasi nicht rausfallen, er wird für ganz andere Sachen verwendet. Genauso könnt ihr den Carry-In mit einer schönen Leitung verbinden, wie ihr wollt. Spielt damit ein bisschen rum. Ihr seht, es sind eigentlich gar nicht so viele Gates. Und da ich das jetzt, hoffentlich lang genug mit euch durchgekaut habe, versteht ihr auch, was jedes einzelne Gate macht. Wenn ihr lustig seid, könnt ihr das AND Gate und das XOR Gate aufbrechen in noch kleinere Bestandteile und in Logisim bauen, dass ihr wirklich, wirklich, wirklich seht, was da drinnen abgeht. Aber soweit sollte das klar sein. Wie gesagt, jeder Addierer repräsentiert seine Bitzahl. Wir müssen 1 und 1 verrechnen. Wenn der Bit hier nicht mehr dargestellt werden kann in seinem Block, dann gibt er einen Carry-Out quasi. Hups. Zum nächsten. Der Carry-In des nächsten ist der Carry-Out des vorherigen. Und so verbindet ihr die Reihe also weiter. Wenn ihr gerade lustig seid, könntet ihr einen ganzen Bildschirm damit voll machen und einen 64-Bit-Addierer machen und Zahlen von luftigen Größen quasi darstellen. Ja, mehr habe ich eigentlich zu der Folge gar nicht zu sagen. Der Grund, warum ich jetzt nicht direkt noch was weiter ranhau, wie lange haben wir eigentlich? Ja, okay, 20 Minuten, okay, das passt. Aber der Grund, warum ich wirklich nichts mehr ranhau, ist, weil dann Minus kommt, dann kommt. Ja, dann müsste ich aber das Zweierkomplement eigentlich noch zum Verständnis erklären und das mache ich dann nächste Folge quasi. Und danach geht's an die sinnvolle Zusammenschaltung mehrerer Blöcke quasi und wie wir Ergebnisse zwischenspeichern. Denn ihr wisst ja alle, dass euer PC auch speichert. Oder vielleicht wisst ihr sogar, dass ein Prozessor an sich speichert, zum Beispiel der Cache oder die Register. Das ist aber alles Zukunftsmusik und ich hoffe, ihr wisst jetzt, wie man addiert mit einfachen logischen Bausteinen,
Wenn ihr ganz lustig seid, könnt ihr das als also als Schriftlogik formulieren. L1 x oder R1 x oder in Klammern x oder carry in und sowas. Also vielleicht hilft es dem einen oder anderen. Ich werde jetzt die Zeit nicht mehr sinnlos füllen. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Falls Fragen sind, schaut entweder in die Beschreibung, da verlinke ich mal noch eine Seite, oder schreibt es mir in den Kommentaren. Ich versuche eigentlich alle zu beantworten. Bis die Tage und ciao.